Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Ich bin back im Game. Ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt gesagt, Nico, spiel doch endlich wieder die Sims 4 an die Uni. Und Freunde, hier bin ich wieder und ich spiele die Sims 4 an die Uni. Da sagt mir ja einer, ich höre nicht auf die Community. Es wird sich auch seit 10 Jahren ein schwarzes Wippchen gewünscht, aber kommt die... Freunde, es gibt einiges zu berichten am Anfang. Erstmal, der Unge hat das Video gesehen von gestern, was ich persönlich sehr krass finde, weil ich den so lange schon selbst verfolge und noch von der ganz alten Minecraft-Zeit und damals noch die ganz alten Streams auf Twitch und bla bla bla. Und jetzt hat er einfach ein Video von mir gesehen, folgt mir auf Twitter und ich denke mir so, das ist krass. Das ist sehr, 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 sehr krass, Freunde. Und ich habe mich echt sehr gefreut, also Freunde. Ich würde sagen, wir zeigen heute dem Simon mal, wie man ordentlich die Sims 4 an die Uni spielt oder so ähnlich. Aber Freunde, da kam noch ein Briefchen reingeflattert, der seit 10 Jahren schon hier rumliegt. Ihr seht hier vielleicht schon, was da drauf ist. Ich glaube, das Foxbury-Logo. Wir können den Brief gerne mal gemeinsam auspacken. Wie geht der auf? Oh, warum ist der denn zugeklebt mit so einem Siegel, Alter? Ich mach den halt jetzt kaputt, was soll denn der Scheiß? Habt den Sticker ganz gelassen, Freunde. Yay! Ich habe hier, wisst ihr, wie alt das schon ist? Das ist von EA. Ein Brief für die Einladung, glaube ich, damals zum Sims-Camp nach San Francisco. UFS Foxbury-Institut wurde ich angenommen. Ich meine, ich habe auch da das Foxbury-Institut gespielt. Aktuell spiele ich Brightchester. Aber naja. Ja, aber finde ich süß, oder, Freunde? Also... So, steht mein Name da oben, ist richtig geschrieben. Ja, toll, freut mich auf jeden Fall. Ey, cool, habe ich noch nie aufgemacht. Ich wusste, was drin ist, aber schön, dass ich das auch mal geöffnet habe, Freunde. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Game, denn, Freunde, es wird mal wieder Zeit, dass wir an die Uni spielen und ich habe richtig Bock drauf. So, hier sind wir im Game, aber unsere gute Katie, unsere Katie-Maus, schläft gerade. Das finde ich persönlich nicht cool, aber natürlich, da sie nur Party, Party, Party macht, die hat doch letztens aufs Maul bekommen, der kann das nicht sagen. What happened here? Sie hat doch letztens voll auf die Fresse bekommen, oder? Ja, ich glaube schon. Außerdem hat sie, ich weiß auch nicht, hat sie noch ihre Tage? Ich weiß nicht, sie wurde geimpft. Sie hat dunkle Ringe wegen Schlafmangel. Ach, Katie, weißt du was? Herzlich willkommen im Studierenden-Lifestyle. Oh, Freunde, guck mal hier, was passiert denn hier? Hier sind ja Leute umgestylt. Wow, und auch vor allem total toll umgestylt. What the... So, Katie, jetzt wird mal Zeit, dass du aufstehst, meine Liebe. Und zwar, du hast Hunger und stinkst auch. Das sind beides tolle Sachen. Lust auf Techtelmechtel? Katie, was passiert hier? Warum hat die Bock zu ballern? Um das mal ganz family-friendly auszudrücken. Die Wohnverhältnisse sind hier unerträglich. Ich fürchte, ich muss wohl ausziehen. Niemand zwingt dich hier zu wohnen, mein Freundchen. Ah, nee. Mein Freundinchen. Oh Gott. Wie gendert man denn richtig, mein Freundchen? Meine Freundin? Ach, keine Ahnung, Freunde. Mir doch egal, was die ja alle machen. Wenn ihr hier euren Scheiß rumliegen lasst, dann ist das verdammt nochmal nicht mein Problem, meine Freunde. Wir sind hier im wunderschönen... Das ist hässlich, Alter. In diesem Apartment, vielleicht können wir das ja mal umbauen und umgestalten und so. Ich habe da echt Bock drauf, dass wir coole Apartments haben. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal im Livestream machen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass keine Livestreams kamen. Ja, das lag einfach... Hummer? Wo gibt's denn Hummer? Okay, gönn dir, Girl. Lag einfach daran, dass ich so spät erst nach Hause gekommen bin am ersten Weihnachtsfeiertag. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag muss ich sehr viel vorproduzieren, denn ich habe in den nächsten Tagen sehr viel Besuch. Es steht sehr viel an, es wird sehr viel gefeiert, es wird sehr viel getrunken, wenn man das so sagen darf. Aber ich nehme euch natürlich mit. Ihr dürft natürlich auch dabei sein, wenn getrunken wird, vor allem kommt. Ich weiß nicht, es wäre cool, wenn das an Silvester kommen würde, das Drunk-Video. Mal schauen, Freunde. Wir schauen mal, was da so abgeht. Aber es kommt auf jeden Fall noch ein Drunk-Video mit meinem besten Freund, meine Freunde. Kann sie mal ein bisschen schneller essen? Du musst dann halt noch zur Uni. Die ist hier so. Ey, ohne Scheiß, denkt sich, sie kann sich den Hummer reinhämmern. Aber das Einzige, was ich dir gleich reinhämmer, ist meine Faust. So, Freunde. Hat sie noch ein blaues Auge? Katie, wie sieht's aus? Katie sieht wieder ganz normal und hübsch aus. Katie muss aber ganz, ganz dringend... Kann sie nicht duschen? Warum kann sie das nicht? Katie?
Queen Katie, sie hat's geschafft. Ich bin gespannt, ob wir dieses Semester mal ein bisschen besser abschneiden, weil irgendwie lief's ja in den letzten Semestern, beziehungsweise im letzten Semester nicht so gut. Also es war, glaube ich, okay, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben unsere Punkte bekommen, wir sind nicht auf Bewährung oder... Doch, sind wir! Oh! Ich so, wir sind nicht auf Bewährung und ich so, oh, wir sind doch auf Bewährung! Oh, was soll das? Okay, Freunde. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir jetzt gleich richtig gut aufpassen und richtig toll mitarbeiten und uns so denken, ach, sie war schon auf Toilette. Sie war schon auf Toilette! Und uns so denken, wow, wir sind cool, wir haben Spaß und ich weiß auch nicht. Sie ist doch auch noch, ach stimmt, sie ist ja verliebt in das E-Girl, ne? Oh, Freunde, das ist mir alles ein bisschen zu viel, hör mal. Warum ist sie eigentlich so halbnackt? Oh, sie ist weg. Sie ist weg wie mein Wille zum Leben, Freunde. Guck mal, da geht die Katie wieder mal zur Uni. Ach, toll. Katie, ich bin so stolz auf dich, dass du endlich mal wieder zur Uni gehst. Weil wie sie alle hinterher rennen, ey. Die alle so, ich gehe jetzt zum Unikurs. Ja, Freunde, interessiert doch niemanden, ob ihr jetzt da hingeht oder nicht. Guck mal, jetzt steht ihr davor. Kannst du jetzt nochmal ganz schnell so ein bisschen lernen? Guck mal, Katie, ganz, ganz schlau. Nochmal einfach so kurz 20 Minuten vorher. Guck mal, die da hinten auch. Was eine Queen. Zwei Queens auf einem Haufen, meine Freunde, die erstmal noch kurz vor der Uni ihre Hausaufgaben machen. So kenne ich das persönlich auch, oder ich mache sie halt gar nicht. We love a good Vorbild. Oh Gott, Freunde! Katie geht jetzt zur Uni und wisst ihr, was ich jetzt mache? Warten, weil wir nicht mit rein dürfen. Ach, ich lieb's. Ist einfach toll. Naja, immerhin hat sie 75% geschafft. Kannst du jetzt bitte zum Kurs gehen? Kannst du bitte heute mal dich ein bisschen anstrengen und sagen, hey, ich habe so Bock heute, es wird so toll. Und ich... Wahrscheinlich wird es einfach nur wieder scheiße und wir fliegen irgendwann von der Uni, weil wir auf Bewährung sind und ganz, ganz, ganz schlecht. Die ist immer noch nicht in der Uni. Was ist denn das eigentlich für ein Scam? Ich stehe so in der Vorlesung bis 9.45 Uhr. Aber sie so, 9.50 Uhr immer noch da. Was ist sie für eine gute Schülerin? Also, Katie hat ihre Hausarbeiten zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endnote ihres Kurses ganz sicher aussehen. Katie! Du bist eine geile Sau. Die Katie hat immer noch das Bedürfnis auf ein Techtelmechtel. Und da würde ich doch mal sagen, Katie, sag mal Hallo. Und dann würde ich sagen, rein da mit dem, oder? Voll rein da an die Olga. Und ich kann kein Techtelmechtel haben. Was ist das für ein Scam? Das finde ich absolut uncool, mein Freund. Das finde ich absolut uncool. Aber er soll uns jetzt bitte nicht sexuell hier noch mehr erregen, wie sie eh schon ist. Weil das ist also... Ja, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte, dass sie schnell ihre Hausaufgaben macht, damit sie wenigstens noch ihren anderen Kurs dann gut besteht. Und dass die Lehrer und beziehungsweise die Dozenten und die Professoren sagen, hey, die Katie, die ist so eine Geile, die kann alles, die ist super cool, die ist super hot und die ist einfach die coolste Bitch im ganzen Ort oder so. Wer sagt sowas? Stell ich mir vor, irgendein Professor will das sagen. Da bin ich aber ganz schnell los, Freunde. Ganz, ganz schnell. So, Katie ist schon wieder ready hier zum nächsten. Oh, unser E-Girl fragt, ob ihr rüberkommt. Also sorry, wir sind gerade in der Uni und da können wir leider nicht vorbeikommen. Aber danach können wir gerne mal ein bisschen was trinken gehen. Wir können auch gerne miteinander schlafen. Was? Wow, warum enden meine Let's Plays immer so? Die 100 Baby Challenge, auch ein Projekt, wo eigentlich nur die ganze Zeit gebankt wird. Ich habe Bedürfnisse, die hier einfach nicht erfüllt werden. Ja, weißt du, wen das interessiert? Richtig. Niemand. Nee, die ist das. Oh Gott, die sehen ja alle gleich aus. Ja, guck mal. Und dann pennt die hier auf der ranzigen, vollgesifften Couch. Geil, Freunde. Geil. So, Katie besucht die nächste Vorlesung und ihr geht's echt nicht so geil. Aber naja, Katie, ne? Man kann ja jetzt nicht alles im Leben haben. So, Katie hat sich hier auch ganz viel Mühe gegeben. Da bin ich sehr stolz. Worauf ich nicht so stolz bin, auf mich, Freunde. Denn wir wollten schon so lang in die Secret Society. Wirklich, wir wollen schon richtig lang. Ja, nerv nicht, Bruder. Wir wollen schon richtig, richtig lang da rein. Aber ich glaube, wir sind einfach zu schlecht dafür. Denn ich habe hier schon so viel Kacke gespendet. Und die Leute von der Secret Society so, nee. Und ihr so, ihr habt mir so geschrieben, ja, das muss mehr Wert haben. Oder ihr habt doch geschrieben, hey, das muss vom Essen her geiler sein. Und ich denke mir so, ja, was soll ich noch machen? Also, so viel kann ich ja jetzt nicht machen, Freunde. Dass ich hier, also, ne? Oh, diese Leute, diese Mitbewohner. Ach, guck mal, hey, das ist doch die Hübsche, die haben wir doch umgestylt. Oh, die ist tot draußen umgefallen. Ja, mein Gott, ne, kann halt mal passieren, Freunde, kann mal passieren. Ja, komm, ihr heult alle rum, ihr müsst mal aufpassen, so, dann, ich bin ja nicht eure Putzfrau, ne, nur mal so. Ihr könnt euren Bums auch alleine machen. Oh, guck mal, hier ist she's the Gucci Girl. Oh, sie sieht ein bisschen aus wie eine Gucci-Prostituierte. So, Freunde, wir versuchen einfach nochmal was für diese Secret Society zu backen, zu kochen
Und wenn ihr sagt, dann, also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wahrscheinlich könnt ihr das alles. Und ihr wisst eigentlich, ich als Sims-Profispieler sollte wissen, wie es funktioniert. Ich weiß theoretisch auch, wie es funktioniert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu schlecht, zu dumm, beides gleichzeitig wahrscheinlich. Und deshalb, ja, lass ich, oh Gott, die Katie, wenn die jetzt schon wieder kocht, ne, ich sehe es schon. Die wird gleich brennen und dann lasse ich die verbrennen und heißt Simon Unge. Kuss. Aber, ja, nee, die Katie kann das, Freunde. Die Katie, die ist hier eine ordentliche Hausfrau. Nein, die Katie ist eigentlich eine Studentin und eigentlich kann die gar nichts hier. Die freut sich, wenn sie hier ihren Bums in der Mikrowelle aufwärmen kann. Und sie freut, oh Gott, ich sag doch, die kann nichts. Da fällt das Salz rein, da fällt das Pfeffer, der Pfeffer rein. Ach, Freunde, so koche ich auch so ähnlich. Warum hat sie jetzt die Herdplatte gewechselt? Ich versteh's. Also, Freunde, da bin ich ein bisschen. Die Katie läuft schon wieder wie ein toter Zombie durch die Stadt und sie sieht auch so aus. Durch den Slice of Life Mod, meine Freunde. Uiuiuiui. Aber wir sind natürlich eine gute Maus und machen jetzt hier den Bums mal sauber und hoffen, dass wir mit unserer Spende, mit unseren Eiern und dem ganzen anderen Gedöns vielleicht mal jemanden überzeugen. Wahrscheinlich überzeugen wir wieder niemanden, weil uns alle hassen und sie sich so denken, was will die Alte von uns? Warum will die hier die ganze Zeit irgendwas spenden? Du fährst nicht nach Hause, Fräulein. Du fährst nie nach Hause. Hier, wir können Eier und Toast spenden. Es ist leider nur normal. Das tut mir sehr leid. Aber, Freunde, oh Gott, die ist doch jetzt schon komplett besoffen und alles, Freunde. Oh je, oh je, oh je. Ja, es wird wieder nichts bringen. Ich sag es euch, es wird wieder nichts bringen. Und man denkt sich dann so, ja, komm, Katie, genau, schlaf ein bisschen davor. Hier ist gerade meine Festplatte übrigens runtergefallen, meine externe Festplatte. Also, ja, die ist ungefähr genauso gedroppt wie die Katie gerade auf den Asphalt. War wahrscheinlich ein bisschen schmerzhaft. Ich hoffe, dass meine Dateien noch darauf gespeichert werden, denn darauf wird das Video gespeichert. Freunde, ich war kurz aus dem Raum, weil ich kurz pinkeln musste. Wow, professional hier. Guck mal, aber schön, wie die direkt schrubben, Freunde, toll. Und ich komme hier nach Hause und was sehe ich? Die Katie im Badezimmer auf dem Boden liegend, tot, nicht besoffen. Und das kann, möchte ich aber sagen, Katie, was hast du falsch gemacht in deinem Leben? Was hast du nicht richtig gemacht? Das ist unsere Putzfrau? Nee, das ist nicht. Die hat einfach nur so ein Outfit an. Entschuldigung. Ich dachte gerade, könnt ihr euch bitte mal aus meinem Bett verpissen? Hä, was wollt ihr? Das ist mein Bett. Ey, geht mal weg, Freunde. Geht mal weg. Freunde, wer hört denn hier so laut Musik mitten in der Nacht? Also wenn ich das hier um 3 Uhr nachts mache, dann klingeln die Nachbarn wieder und sagen, Entschuldigung, können Sie bitte mal ein bisschen leiser sein? Und ich so, nee, aber ey, was soll denn das hier? Wir beklauen jetzt erstmal wieder unsere Mitbewohner, einfach nur, weil wir Geld brauchen. Und, 40 Simoleons, Freunde. Oh Gott, ich glaube, es hackt hier. Geht, hier kann man ja gar nichts mitnehmen, weil die wollen ja alles. Oh Gott. Egal, ich klaue trotzdem alles und werde von denen alles wegnehmen, was es gibt. Weil, Entschuldigung, als ob du Bücher brauchst. Als ob... Alter, hier, die Alte hört zu laut. Warum? Die pennt so. Ey, die ist doch komm schon komplett besoffen schon, oder, Freunde? Die pennt schon und die hat hier so richtig... Ja, ich verkaufe dir gleich deine Musikbox, wenn du so weitermachst. Aber ich ziehe dir erstmal alle anderen Sachen ab. Ich ziehe immer allen meinen Mitbewohner alles ab, was sie haben. Weil erstens, ich brauche das Geld. Und zweitens können die sich auch einfach was Neues kaufen. Die haben mich auch schon oft abgezogen. Die haben voll häufig damals so meine Hausaufgaben geklaut und so einen ganz anderen Bums. Und da möchte ich einfach sagen, kann ich dir auch beklauen. Oh Leute, es will die erste ausziehen. Die Wohnverhältnisse sind hier absolut unerträglich. Ich fürchte, ich muss mal ausziehen. Ja, zieht halt beide aus. Interessiert mich nicht. Ich möchte euch nicht hier haben. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Guck mal, die Toilette ist halt ein bisschen eklig, aber es gibt halt noch 2 andere Toiletten. Was ist noch eklig? Nichts. Die Duschen sind alle sauber. Hier liegt kein Essen rum. Zumindest sehe ich gerade kein Essen. Also ich weiß nicht, was deren Problem ist. Wahrscheinlich möchten die ein Problem haben, nämlich mit mir. Aber naja, die sollen die Katie hier in Ruhe lassen, denn die Katie, die hat heute richtig gearbeitet, die hat heute Hausaufgaben gemacht, die hat nichts erreicht sonst in ihrem Leben. Aber, also sie hat was für ihr weiteres Leben getan, allerdings keine Party, nicht gesoffen. Ja, zieht halt alle aus, wenn ihr wollt, ne Freunde, ich verstehe euer Kackproblem nicht. Aber wir können auch einfach mal das ersetzen, weil wir sind reich, wir haben gerade Sachen von euch verkauft. Und der putzt das Klo auch schon, also Freunde. Ja, also was wollen die denn? Hier ist doch hübsch. Hier ist doch toll. Hier fühle ich mich auch direkt wohl. Toll, Freunde. Allerdings reicht es dann auch, glaube ich mal. Wir haben viel gelernt. Wir waren in der Uni. Wir haben sonst nichts gemacht.
Nacht in der Stadt. Wow, das ist doch eine perfekte Einleitung für die nächste Folge, meine Freunde. In der nächsten Folge ist die Nacht in der Stadt. Und da werden wir uns unser E-Girl klären. Wir werden uns wieder besaufen. Wir werden alles machen. Vielleicht besaufe ich mich einfach direkt mit. Es wird toll, meine Freunde. Es wird sehr toll. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen nicht so viel Action war. Aber ihr wisst, wir sind auf Bewährung. Wir müssen irgendwie bestehen dieses Semester. Und deshalb, Freunde, versuchen wir das einfach mal. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao.